Also, ihr Zähne putzen. Jetzt auf Klo. Ihr Zähne putzen und dann gehe ich mit Leiser. Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu einem neuen Vlog. Ich wollte mich jetzt fertig machen. Oh Gott, ich kann euch das gar nicht zeigen. Nur mein Schminkschrank. Schaut euch das Chaos mal an. Aber was soll ich machen? Im Badezimmer macht keinen Sinn, weil da ist kein Tageslicht. Und weiter unten macht auch keinen Sinn, weil dann räumt Leiser mir das hier aus. Egal, ich schmink mich jetzt erstmal. Ich kann das hier auch gar nicht hinstellen. Hier ist immer Action. Okay, ich gehe jetzt aufs Klo und dann gehe ich... Ich filme, ne? Dann geh mal aufs Klo. Halbe Stunde oder wie lange? Bist du jetzt aufs Klo? Bist du jetzt Arzt geworden oder wieso? Jetzt wieder zurück frech sein. Ich finde, das ist der White Look. Der White Look? Ja. Machst du jetzt einen noch Schneeflocke oder wie? Erst Arzt und jetzt Schneeflocke, oder was? Soll ich dich jetzt Schneeflocke nennen? Also, ihr Zähne putzen. Jetzt auf Klo. Ihr Zähne putzen und dann gehe ich mit Leiser. Gehst du spazieren, frische Luft schnappen. Und die Decke kann ja nur. Kleiner Schreihals. Okay, Alex geht jetzt gleich einkaufen und ich räume hier schnell auf. Und dann wollten wir heute... Also mein Plan ist heute, den du befolgen kannst, dass wir gleich zu Ikea fahren. Ja, wir zusammen. Okay, viel Spaß, bleib hier. Ich geh gleich zu mir. Kommst schön mit. Ich habe im Moment Lashes drauf, so Extensions, ein paar Extensions. Und wollte. Leiser, komm schnell zu Mama. Komm mal zu Mama. Komm schnell. So schlimm. Oh. Mit die Füße. Also, hast du A gemacht? Müssen wir deinen Popo sauber machen? Tati. Oh mein Gott, Leiser will den ganzen Tag nur tanzen, wirklich. Mama wollte was sagen. Und zwar, ich habe ja Lashes drauf, Extensions. Und wollte jetzt mal wieder, ich habe so ein bisschen Lust, meine Wimpern wieder zu tuschen. Mal gucken, ob ich es durchhalte. Deswegen habe ich hier wieder mit dem Wimpernserum angefangen. Ich hatte das schon mal gemacht, da hatte ich aufgehört, eine Pause gemacht. Und also meinen Wimpern hat das nicht geschadet, muss ich sagen. Wenn man das Wimpernserum drauf macht, anschließend dann geht's. Aber ich habe das Abschminkzeug gar nicht mehr vertragen und auch die Wimperntusche gar nicht mehr so gut. Was willst du? Guck, Schminke ist mega interessant. Was nimmst du? Ich komme und mache einen Popo sauber, damit du mit Papa einkaufen kannst. Hier ist Papa jetzt, was hast du gesagt? Zähne putzen. Machen wir jetzt den Popo sauber. Dann gehst du einkaufen mit Papa. Und dann schmink ich mich schnell, weil ich muss heute ein paar Fotos machen. Ja. Die ich abgeben muss für eine Kooperation. Zwei Stück sogar. Wo ist die Nase? Da. Ja. Und die Augen. Wo sind die Augen? Auch richtig. Oh mein Gott, was ist mit deinem Oberteil passiert? Und wo ist dein Mund? Wo ist der Mund? Super. Und wo sind die Füße? Da. Die Stinkefüße? Hm? Wo sind die Füße? Leiser kriegt Zähnchen, ne? Leiser kriegt Zähne. Was hat jetzt? Drei Backenzähne. Yes. Und unten vier. 1, 2, 3, 4. Und oben? Was hast du oben für Zähne? 1, 2, 3, 4. Au. Oh, 4 Zähne. Also 4 und 4 sind 8 und 3 sind 11. 11 Zähne haben wir. Oh, boah, 11 Zähne schon. Wahnsinn.
Ach, sollen wir den mal anziehen heute? Den habe ich neu gekauft. Ist von H&M, super süß. Mit kleinen Mini-Mäuschen. Ja, passt auch zu deinem Body. Ich wollte jetzt mehr so im Partnerlook rumlaufen mit ihr, wenn ich das so süß finde. Guck mal. Guck mal. Das ist Blaubeere vom Frühstück. Das kriegt die Mama nie wieder raus. Dann machen wir da so einen kleinen Tipp an die Mamas. Wenn ihr keine Strumpfhose habt, gibt es auch ganz dünne Leggings bei H&M. Die kann man auch als Strumpfhose benutzen. Die sind vielleicht ein bisschen angenehmer zu tragen. Lisa hat schon so lange Haare bekommen. Sind zwar noch super dünn, aber sind immer noch die Babyhaare, die nicht ausgefallen sind. Das war bei Luis auch so. Die sind da nicht ausgefallen bei Luis. Oh Mann, haben die sich einfach gewechselt. Ja, bist du jetzt Bu von der Monster AG? So? Nee, du bist leiser, ne? Du bist nicht Bu. Oh. Ui. Guck mal, die zwei süßen Zöpfchen. Mein Süß, du süß aus. So groß bist du schon, ne? Schuhe anziehen. Übrigens, das ist die beste Lippenpflege, die ich bisher hatte. Ich liebe die. Die ist, ich habe mir die selbst bestellt. Ich habe mal gehört, dass die super sein soll und habe mir die mal ausprobiert. Und ich finde die mega. Also es ist keine bezahlte Werbung, by the way. Aber die ist richtig gut. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen geschminkt, habe die Lippenpflege drauf gemacht. Ich mache das auch ganz oft so, dass ich einen Lip Liner drauf mache und dann einfach die Lippenpflege. Das ist richtig schön. Also ein richtig gutes Gefühl irgendwie auf den Lippen. Gerade jetzt so zu der Jahreszeit. Und ich habe ja eh so kaum Lippenfarbe und Probleme hier. Und da habe ich noch so ein paar Narben von so Bläschen. Ich habe hier meine Make-up-Routine abgefilmt vor ein paar Tagen. Da könnt ihr sehen, welche Produkte ich so verwende. Müsst ihr aber allerdings auf Instagram vorbeigucken. Da werde ich das hochladen. Ist ganz süß geworden. Oh Gott, ich bin immer noch müde irgendwie. Also wir haben heute Nacht ungefähr 3 Stunden am Stück geschlafen und dann fing Lisa immer wieder an, so zwischendurch zu schreien. Ich glaube, da kommt jetzt wieder der 4. Backenzahn. Die wird dann wach, träumt irgendwie und schreit und dann schläft die wieder ein. Oder will was trinken oder so, aber sie schläft dann auch schnell wieder ein, aber trotzdem ist man selber dann ja wach. Letzte Nacht hat sie das um 4 Uhr gemacht und dann bin ich um 4 Uhr, konnte ich gar nicht mehr einschlafen. Dann bin ich um 4 Uhr aufgestanden, was aber nicht schlimm war, weil ich eh einen Termin hatte früh. Aber dennoch war ich echt erledigt gestern und so ein bisschen Schlafmangel merkt man dann doch irgendwann. Wir haben einen neuen Spiegel. Richtig schön. Ist sehr schön, weil er auch den Raum vergrößert. Ich kann den ganz gut nutzen, auch wenn ich auf Instagram irgendwelche OOTDs mache oder so. Und wollte diesen Spiegel aber eh schon die ganze Zeit haben. Eigentlich wollte ich den im Ankleidezimmer hinstellen, weil wir da auch so kleine Bohrunfälle haben und ich das da eigentlich ganz praktisch finde, wenn wir da auch einen Ganzkörperspiegel haben. Hatte ich auf Instagram geteilt, da sagt man mir, Achtung, jetzt wird's gruselig, wer das nicht hören kann, am besten ausstellen oder vorspulen 10 Sekunden. Wenn man einen Spiegel vors Bett stellt, kann in der Nacht, wenn die Seele den Körper verlässt, wenn man schläft, sich im Spiegel verirren. Ciao. Seitdem hänge ich den immer ab, ich tue da die Decke drauf, die rosane, und dann habe ich das Gefühl im Moment, wir können auch besser schlafen, weil vorher war hier ein kleinerer Spiegel. Ja, ich glaube an Geister. Wenn wir tot sind, sind wir Geister oder unsere Seelen verschwinden irgendwo hin. Und deswegen hänge ich den jetzt immer ab. Nur damit ihr Bescheid weißt. Wisst, damit ihr Bescheid weißt. Alles klar. Gutes Deutsch, Nina. Guck mal, wie süß, das hat der Luis mir gemalt gestern. Hier so mit Haargummi von Lisa. So ein paar Herzchen und das YouTube-Zeichen, Apple-Zeichen. Hier, Apple. Wie süß. Luis an Mama. Leider mit Handy.
Hast du Angst? Brauchst du keine Angst haben. Guck, jetzt das Ruckeln vorbei. So. Du bist bei einem Freund. Und wir gucken mal, was wir heute jetzt finden. Davon hier ein Strauch. Ich schlafe jetzt hier einfach. Gute Nacht. Hier kann man bestimmt auch gut schlafen. Mama, hey, Mama. Ich darf mich echt nicht hin. Ich werde nur müde. Nancy! Schnuckilein! Guck mal, lecker! So, wir sind wieder zu Hause. Ist auch schon einen Tag später. Ich wollte jetzt mal kurz zeigen, wie der Stand der Dinge ist. Vorsichtig reingucken. Okay. Nur nicht so weit. Doch, sieht schon gut aus. Ja? Wie weit bist du? 50%? Ja. Besser Putzzähne. Okay, ich zauber jetzt, ja? 1, 2, 3. Ui! Wie schön! Da! Du musst mal da. Guck mal. Du kannst auch kochen. Guck mal hier. Oh! Ui! Guck mal! Jetzt müssen wir da. Dein Gemüse da rein tun. Dein Gemüse und dein Obst und deine Töpfe. Kannst du jetzt hier immer deine Küche ausräumen und keiner schimpft. Nee. Oi. Mama. Ja, da können wir alles reinräumen. Sollen wir das machen? Oh mein Herz. Mein Herz explodiert gleich. Wie schön, ne? Oh, nein, guck mal hier. Können wir aufmachen. Ui. Oh, zu. Pizza. Pizza haben wir gekauft. Für dich. So, das kann man dann da in den Ofen schieben. Du magst auch Pizza, ne? Achso. Was machst du für ein Gesicht? Das ist bäh. Das ist nicht lecker. Das ist Spielessen, Schatz. Okay, so. Guck mal, wie süß das bitte gemacht ist. Oh, was mag die Mama denn? Die Mama mag 4 Käse. Und Hawaii. Sollen wir Käse drauflegen? Ja, sollen wir hier Käse drauflegen? Das schmeckt gut. Papa mag Zwiebeln mit Salami. Okay, machen wir Papas. Käse, lecker, ne? Guck, dann können wir die in den Ofen stellen. Müssen wir den Zettel da noch abmachen, den 10 Meter langen Zettel. Oder ist das gar kein Ofen? Ich weiß jetzt gar nicht. Wir tun einfach so, als wäre das Ofen, okay? So. Ich glaube, die kennen die meisten von euch, ne? Ja. Luis hatte eine andere tatsächlich. Er hatte nicht die von Ikea, aber wir haben uns damals geärgert, weil wir sehr viel für die Küche ausgegeben haben. Und die von Ikea eigentlich genauso gut ist und fast ein Drittel davon gekostet hat. Also wenn euch das interessiert, ich wollte die so eigentlich nicht lassen. Ich finde sie zwar so schön, aber ich habe auch auf Pinterest ganz viele tolle Ideen gesehen, wie man die so pimpen kann. Und vielleicht mache ich das dann mal. Wenn ihr wollt, nehme ich das mit auf Kamera auf. Vielleicht fallen mir ja auch noch andere Ideen ein oder so. Müssen wir mal gucken. Sie ist auf jeden Fall jetzt schon wieder hier alleine, die Küche. Naja, das Interesse wird wahrscheinlich noch geweckt, je älter sie wird. Aber jetzt hat sie schon mal eine Küche und vielleicht macht das auch Sinn, die direkt bei uns in die Küche zu stellen. Den Teddy habe ich mal im Video gezeigt. Der musste auf jeden Fall mit. Der wechselt immer zwischen Luis und Lisas Zimmer. Aber er steht eindeutig definitiv öfters hier. Und dieses wunderschöne Regal habe ich von verbaudet. Das ist auch super praktisch und sieht total schön aus hier im Zimmer. Das sind so ihre Lieblingsbücher und ja, das Buch muss ich noch schreiben. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das war super teuer, aber ich habe es bisher noch gar nicht beschriftet. So ein paar Bilder reingestellt. Und der Stubenwagen, ne?
Den liebt die immer noch. Also wir hatten damals überlegt, ob das überhaupt Sinn macht. Wir haben den geschenkt bekommen und das hat sich so ausgezahlt. Also als Baby habe ich sie hier durch die Wohnung geschoben. Gut ist natürlich, wenn man alles ebenerdig hat und nicht mehrere Etagen, weil sonst macht es, glaube ich, eher weniger Sinn. Aber wenn ihr so eine Wohnung habt und dann das Baby da reinlegen könnt und so immer mit euch hinterher schieben könnt, ist das echt Gold wert. Und sie liegt, wie gesagt, heute noch drin und sagte immer, ja, Mama. Und dann schiebe ich sie einfach so ein bisschen durch die Gegend. Muss natürlich jetzt aufpassen, dass sie nicht rausfällt. Und das hier hatte ich bestellt, auch im Internet. Ich gucke mal, ob ich das noch finde. Ich fand das von der Farbe her sehr schön. Ach so, und den Teppich. Das Ding hier finde ich übrigens auch ganz cool. Den Teppich habe ich auch auf Amazon gefunden. Der ist auch mega süß. Und diese Säckchen hier, das habe ich auch noch von Verbaut. Das war so ein Set, das benutze ich als Wäschesack. Ihr Lieben, wundert euch nicht, dass jetzt hier so ein kleiner Cut ist und das irgendwie gar nicht so richtig zum Video passt. Aber ich wollte diesen Teil des Videos noch ganz nach hinten dran setzen, weil heute ich mit einem Arzt telefoniert habe. Ich hatte das auf Instagram auch so ein bisschen geteilt, dass ich meine Schilddrüse nochmal von einem Spezialisten kontrollieren lassen wollte. Ich hatte das ja vor 2-3 Jahren ungefähr, ich weiß nicht mehr, hatte ich mal ein Video gedreht, da hatte ich das so ein bisschen als Aufklärungsvideo aufgebaut. Weil ich damals nicht schwanger werden konnte und dass erst später rausgekommen ist, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe. Und ich lebe seitdem eigentlich ganz gut mit der Krankheit. Also es ist eine Autoimmunerkrankung, dass die Schilddrüse nicht richtig Hormone bildet. So. Wenn man richtig eingestellt ist, das heißt, ich muss jetzt jeden Morgen Tabletten nehmen, wenn man die in der richtigen Dosierung nimmt, dann ist das gar nicht schlimm. Jetzt wisst ihr ja aber auch, weil ich ja alles mit euch teile und das auch sehr gerne und ich da auch keine Probleme mit habe, auch mal zu zeigen, wenn es nicht so gut läuft, dass es mir vor einigen Monaten sehr, sehr schlecht ging und ich immer noch auf der Frage oder immer noch auf der Suche danach bin, warum es mir so schlecht ging. Ich glaube, dass ich heute erfahren habe, warum es mir so schlecht ging in den letzten Monaten und dass ich jetzt endlich was dagegen tun kann. Und zwar hat der Arzt mir heute gesagt, dass ich Hashimoto habe. Hashimoto ist quasi so ein bisschen noch eine Stufe schlimmer als eine Unter- oder Überfunktion. Das bedeutet, dass die Schilddrüse sich in einem Dauerentzündungszustand befindet und der Körper quasi Antikörper gegen diese Schilddrüse bildet. Und die Schilddrüse ist eigentlich ein super kleines Organ, aber ein extrem wichtiges Organ. Also die ist so der Motor des ganzen Körpers. Wenn der nicht richtig funktioniert, hat man zum Beispiel extreme Müdigkeit. Das sind bei mir die Symptome, extreme Müdigkeit. Was ich jetzt nicht mehr habe, es sind die Regel bleibt aus zum Beispiel. Und damit geht halt auch einher, dass man schlecht schwanger werden kann. Haarausfall, Hautprobleme, Gewichtszu- oder Abnahme, Appetitlosigkeit. Extreme Müdigkeit habe ich schon gesagt, Konzentrationsschwäche habe ich auch, deswegen habe ich auch so Probleme, solche Art Videos zu drehen, weil ich immer nie weiß, was habe ich schon gesagt und was nicht. Es ist einfach, weil es nicht so wirklich mehr funktioniert. Und ja, heute habe ich die Diagnose bekommen und es ist eine Krankheit, die jetzt nicht so schlimm ist. Also mir macht sie keine Angst, weil ich weiß, dass ich was dagegen tun kann. Man kann halt auch auf natürliche Wege was dagegen tun, mit Ernährung und so weiter. Da wollte ich aber nochmal ein separates Video zu drehen, weil auch ganz viele gefragt haben, wie ich mich denn ernähre mit der Krankheit, weil meistens, wenn man eine Unterfunktion hat, das heißt, der Stoffwechsel funktioniert extrem langsam, dass man super schnell zunimmt und die meisten eigentlich übergewichtig sind. Nicht alle. Ich bin auch nicht übergewichtig. Ich bin eigentlich sehr, sehr schlank und ich mache das damit, dass ich auch gefunden habe, was für mich ernährungsmäßig gut funktioniert. Aber das wollte ich alles in einem separaten Video erzählen, weil ich glaube nicht, dass das jeden interessiert und so können dann halt die, die es interessiert, auch dann genau anklicken oder gezielter anklicken und dann auch immer nochmal nachgucken. Also ich nehme jetzt, ich soll auf jeden Fall Selen nehmen, hat er gesagt. Das ist gegen Entzündungen, das ist so quasi ein natürliches Mittel, um dagegen zu arbeiten. Und was ich jetzt seitdem auch immer mache, also seit ein paar Tagen, ist nachmittags eine goldene Milch trinken. Da ist nämlich Kurkuma drin und Kurkuma wirkt auch entzündungshemmend. Da ist auch Zimt und Ingwer drin und so. Ich habe da ein Rezept gefunden, was richtig lecker ist. Ich trinke den nämlich jetzt als Kaffeeersatz nachmittags und das schmeckt mir richtig gut. Wenn man die warm macht, ist die 1000-mal leckerer, als wenn man die kalt trinkt. Meine Eisenwerte waren auch wesentlich besser als beim letzten Mal. Also ich bin jetzt bei 50 und
zu dem Zeitpunkt, als es mir so extrem schlecht ging, war ich bei Eisenwert 8. Normal ist so um die 100, 150. Also ich hatte fast gar kein Eisen mehr. Es war schon heftig. Ich ernähre mich ja auch vegetarisch. Das ist natürlich auch ein Grund. Aber wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, ist das auch ein Indiz dafür, wenn man so einen starken Eisenmangel hat, weil der Körper das einfach nicht mehr genug bildet. Genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und wie gesagt, ich teile mein Leben sehr gerne mit euch und auch solche Sachen. Und deswegen wollte ich euch da auch noch auf dem Laufenden halten. Und auf Instagram wollte ich jetzt nicht so zu sehr ins Detail gehen. Das war mir noch wichtig zu sagen. Okay, ihr Lieben, ich ziehe mir jetzt wieder meine Blaulichtbrille an. Die ist super, wenn ihr viel am Handy seid oder am Laptop oder so und dann Kopfschmerzen bekommt. Die muss allerdings mal sauber gemacht werden. Kann ich euch auch mal unten verlinken. Die filtert das Blaulicht, auch ganz wichtig für abends. Wenn ihr jetzt abends noch am Handy hängt, dass ihr die Brille aufsetzt, weil die euch dann... Also Blaulicht verhindert, dass man müde wird. Blaulicht macht einen wach. Und so könnt ihr vielleicht besser schlafen, wenn ihr abends ins Bett geht. Außerdem sieht die ganz cool aus. So. Okay, Lieben, ich war gerade beim Sport. Ich muss jetzt erstmal duschen. Ich habe mich direkt hier hingesetzt, die Kamera angemacht. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video voller Power und Energie und der neuen alten Nina. Tschüssi!